Inspektor Hill. Scotland Yard. Oh, guten Tag, Inspektor. Sehr nett, dass Sie ein paar Minuten Zeit für mich haben. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, ich weiß nicht. Hat Herr Wilfried Sie nicht ins Bild gesetzt, ja, weshalb Sie sprechen wollen? Er hat etwas von einem Mordfall gesagt. Ja, von einer Sache in Wales. In Mallan Forest. Hier. Ach, das ist diese Sache. Naja, sehr unerfreulich, was? Nehmen wir an, Sie sitzen mehr oder weniger fest. Sozusagen total. Ich verstehe nur nicht, warum Scotland Yard meint, dass der Secret Service und beim Secret Service ausgerechnet meine Abteilung. Es war ein Gedanke von mir, einmal mit Ihnen zu sprechen. Na ja, bitteschön. Ich habe mir eine kleine Chance ausgerechnet, dass Ihnen der Name Elaine Belton bekannt sein könnte. Das ist der Name der Ermordeten, ja? Ja. Vor 2 Wochen haben wir die Leiche in dem Wald bei Mallan Forest entdeckt. Kein Motiv. Keinerlei Anhaltspunkte. Sagen Sie, Mallan Forest, liegt das nicht in der Nähe von Cardiff? Ja, eine knappe Stunde. Herrliche Gegend. Sie machte Ferien dort, wohnte in einem kleinen Hotel. 10 Tage war sie da gewesen, bevor es passierte. Ach. Sie hatte ein paar Bekanntschaften geschlossen. Aber offenbar war sie nicht sehr mitteilsam, was ihre eigene Person betraf. Ziemlich viel herumgekommen in der Welt, wie es scheint. Wir haben gehört, dass sie sich mit dem Gedanken trug, ein Cottage in der Gegend zu kaufen. Also war sie wohl nicht ganz unvermögend. Das wäre also sozusagen die Biografie. Praktisch ja. Sie scheint höflich und freundlich gewesen zu sein. Manche wollen sie allerdings etwas rätselhaft gefunden haben. Dafür sind es Waliser. Eben. Aber es ist ein merkwürdiger Fall, Mr. Baker. Ja, ja, sicher. Für mich zunächst einmal merkwürdig dadurch, dass er sie zu mir bringt. Sie wissen doch, unsere Abteilung ist auf sehr, sagen wir, eigentümliche Dinge spezialisiert. Ich muss gestehen, ich hatte eine Art Verdacht. Ah. Ich habe mich gefragt, ob Miss Elaine Belton nicht zufällig für Ihre Abteilung gearbeitet hat. Wie kommen Sie auf die Idee? Miss Belton hat eine rätselhafte Angewohnheit. In ihrer Handtasche fanden wir ein Notizbuch mit Aufzeichnungen. Aber alle verschlüsselt. Offensichtlich Namen und Adressen. Aber in einem Code, den... Das ist sicher eine Marotte. Sie wissen doch selbst, Spionageromane erfreuen sich großer Beliebtheit. Besonders bei alleinstehenden Damen. Nein, nein, es tut mir leid, Inspektor, aber im Herzogtum Wales unterhält der Secret Service bis jetzt noch keine Agenten. Dann tut es mir leid, Ihre Zeit beansprucht zu haben. Aber keine Sache, Inspektor, war mir ein Vergnügen. Ich hoffe nur, Sie kommen bald wieder flott. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn es erst soweit ist, werden wir noch unsere Überraschungen erleben. Auf Wiedersehen, Mr. Baker. Wiedersehen, Inspektor. Ah, Colonel Green. Morgen, Chef. Sie sind noch zu kurz bei uns, um unsere fabelhafte Mildred Beatty zu kennen. Mildred Beatty? Ja, sie war längere Zeit nicht hier. Ist eine unserer besten Agentinnen im Fernen Osten. Sie arbeitet als Lehrerin in Hongkong. Sie hat mir vor einiger Zeit einen sehr interessanten Bericht geschickt. So interessant, dass ich es für angebracht hielt, mich wieder einmal mit ihr zusammenzusetzen. Sie wird aus diesem Grunde heute hier angeflogen kommen. Und ich möchte Sie bitten, sie am Flugplatz abzuholen und in ihr Hotel zu bringen. Pepper wird Ihnen sagen, wann die Maschine genau eintrifft und wofür sie reserviert wurde. Und noch etwas. Sie wird Ihnen ein Tonband für mich übergeben. Sie pflegt ihre Vorberichte auf Band zu sprechen. Sobald ich mir einen ersten Überblick verschafft habe, werde ich Sie dann im Hotel anrufen. Ich werde es aus. Danke.
Miss Mildred Petty, Sie werden zu Informationen gebeten. Miss Mildred Petty, please contact Information Desk. Miss Mildred Petty, Sie werden zu Informationen gebeten. Miss Mildred Petty, please contact Information Desk. Miss Petty? Ja? Ich bin Carlton Green. Wir haben ein Hotel für Sie reserviert. Darf ich Ihnen behilflich sein? Dankeschön. Ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihnen doch dankbar, dass Sie mich abgeholt haben. Die Reise war ganz schön anstrengend. Und ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Brauchen Sie? Oh nein, danke. Oh, darf ich Ihnen behilflich sein? Dankeschön, es muss am Feuerzeug liegen. Ich muss mir endlich mal Neues anschaffen. Ja, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Nein, nein, Sie können sie behalten. Danke. Was haben Sie denn angestellt? Ich meine mit Ihrem Daumen. Ach, das ist ein Insektenstich. War erst gar nicht schlimm, aber gestern ist er mit einmal ganz dick geworden. Waren Sie schon beim Arzt? Sagst du, wäre nicht weiter schlimm? Hoffentlich. Also ich setze Sie jetzt beim Hotel ab. Und später wird man Sie dann anrufen. Dankeschön. Darf ich Sie an das Material erinnern? Das Material? Das Tonband. Ach so, ja, natürlich. Vielen Dank. Und wie gesagt, man wird Sie nachher anrufen. Ah, Karl, hat alles geklappt? Ja, ich habe Sie im Hotel abgeliefert. Ja, und was sagen Sie sonst zu unserer Lehrerin? So eine hatte ich nicht auf der Schule. Und bestimmt keine mit einem so enormen Parfum. Oh, hat ja keine Ahnung, dass ich einen Mitarbeiter mit einer so feinen Nase habe. Da werde ich noch drauf zurückkommen. Entschuldigen Sie, Chef. Ja, was ist, Frau? Ich verstehe es nicht recht. Colonel, ist das wirklich das Band, das Miss Petty Ihnen gegeben hat? Ja, wenn es das ist, was ich Ihnen gegeben habe. Warum? Was ist los? Ich habe doch wirklich Erfahrung im Dechiffrieren von Miss Petys Aufnahmen. Aber bei dem Band hier versagt meine Kunst. Aber wieso? Es kommt überhaupt nichts heraus. Ich habe es ganz durchlaufen lassen. Es kommt nichts heraus. Ja, was soll das heißen? Meinen Sie, sie hat einen anderen Code benutzt? Nein, der Code ist es nicht. Ich fürchte, Miss Petty hat vielleicht zwei Bänder verwechselt. Ja, sie spricht auf dem Band. Nein, sie singt. Was, sie singt? Sie arbeitet doch als Lehrerin in Hongkong, Sir. Ja. Na ja, vielleicht ist das die Erklärung. Erklärung wofür? Kindergesang, Sir. Und Miss Petty singt vor. Ja, dann lass mich mal hören. Dies hier? Ja, aber da ist nichts drauf, Sir, außer... Bitte verbinden Sie mich sofort mit Miss Petty, Hyde Park Hotel. So geht das nicht. Ich singe es euch noch mal vor und bitte passt diesmal auf. Ja. Na, wieso? Sie haben sich vergewissert. Ja, mit wem haben Sie denn gesprochen? Danke. Wo haben Sie sich von Miss Petty verabschiedet? Im Hyde Park Hotel. Warum? Sind Sie mit ihr ins Hotel gegangen? Nein, ich habe mich vor dem Eingang von ihr verabschiedet. Warum? Was ist los? Im Hyde Park Hotel wohnt keine Dame dieses Namens. La, 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 la. So. Was ist denn das? Und jetzt alle. Ein walisisches Volkslied, ne? Scotland Yard, Inspektor Hill. Und dann Jim Ellis.
glaube, Green, Sie bekommen Arbeit. Aber erst ziehen wir mal gemeinsam ins Manöver. Schade. Fahrkarte. Ausgezeichnet. Wenn eine Frage regelmäßiger ist. So, der gehört mir. Aber sagen Sie mal, wir sind doch nicht nur deshalb hierher gekommen. Nein, nein, wir warten hier auf Jim Ellis. Ich dachte, Sie können ein bisschen mit ihm zusammenarbeiten. Na, was habe ich gesagt? Nur eine Frage regelmäßiger Übung. Der fabelhafter Junge geht noch nicht gern ins Büro. Eine Allergie vermutlich, oder? Ja, was Ähnliches. Auf die Weise kennt ihn niemand, was gelegentlich von Vorteil sein kann. Und was soll ich dabei tun? Noch nicht viel. So ein bisschen auf ihn aufpassen, Verbindungsmann spielen. Er arbeitet zuweilen etwas unorthodox. Na, was habe ich gesagt? Guten Tag, Ellis. Ja, Chef. Das ist Colonel Green. Hallo. Hallo. Wir werden zusammen arbeiten. Worum es sich handelt, das ist Folgendes. Gestern sollte eine unserer besten Agentinnen, Mildred Beatty aus Hongkong, hier eintreffen. Die hatte mir der letzten Zeit sehr interessante Nachrichten geschickt. Ich wollte mich noch einmal persönlich mit ihr darüber unterhalten. Nun, Green fuhr also zum Flughafen, um sie abzuholen. Aber die Mildred Beatty, die er in Empfang genommen hat, war offensichtlich eine Fälschung, die sich dann auch sehr schnell wieder aus dem Staub gemacht hat. Wo ist die richtige Mildred Beatty? Ja, vor zwei Tagen war Inspektor Hill von Scotland Yard bei mir in der Mordsache Elaine Belton. Sie wissen die Sache in Mellon Forest. Ja, genau, in Wales. Nun, ich war zwar erst anderer Ansicht, aber inzwischen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die tote Elaine Belton in Wirklichkeit Mildred Beatty ist. Welche Spur verfolgt Scotland Yard? Es gibt einen Immobilienmakler namens Clifford, mit dem sie zu tun hatte. Sie wollte sich da unten ein Cottage kaufen, weiß der Himmel. Wo hat sie gewohnt? In einem kleinen Hotel. In dem Ivanhoe, bei einer Mrs. Corby, wo sie sich auch einquartieren werden für die nächsten, nun eben so lange, wie sie brauchen, um festzustellen, wer wen ermordet hat und vor allem warum. Die Lady, die Sie gestern an ihrer breiten Brust genommen haben, was war das für eine Person? Auch sie ist so Ende 20, Anfang 30, sehr attraktiv. Ich habe sie als Miss Beatty ausrufen lassen und sie kam auch als Miss Beatty. Ich hatte übrigens den Eindruck, dass sie mich zunächst aus sicherer Entfernung etwas beschnuppert hat. Aber das ist ja völlig normal. Jede gute Agentin hätte das getan. Außerdem benutzte sie ein bemerkenswertes Parfum. Ja, das Parfum war wirklich bemerkenswert. Ja, und dann noch etwas. Sie trug an der rechten Hand einen ledernen Daumenschutz, einen Insektenstich, sagte sie. Ist doch schon eine ganze Menge. Naja, da ist noch etwas. Sie hat Green ein Tonband für mich übergeben. Erzählen Sie doch mal. Ja, ich fragte sie nach dem Tonband und sie schien zunächst ein bisschen verwirrt. Aber dann fing sie an, in ihrer Handtasche zu kramen und brachte ein Tonband zum Vorschein. Das Tonband sollte an sich chiffrierte Ergänzungen zu ihrem letzten Bericht enthalten, aber in Wirklichkeit war es nur die Aufnahme einer Kindergesangsstunde. Was an sich nicht unnatürlich ist, sie arbeitete dort getarnt in Hongkong als Lehrerin. Und ihre Stimme ist auf dem Tonband auch erkennbar. Ja, ja. Spiel dir so mal vor. Bitte. Darf ich mal? Thank you.
Guten Morgen, Sir. Hatten Sie bei uns Zimmer bestellt? Ich heiße Jim Ellis. Verlieben, Mr. Ellis, das sage ich Ihnen jetzt schon. Spazierwege gibt es hier wie nirgends auf der Welt. Und diese Ruhe. Auch jeder, der einmal hier war, ist wiedergekommen. Ist das alles Gepäck, Sir? Sie gehen doch sicher gern spazieren. Oh, sehr gern. Ja. In dieser Jahreszeit ist die Landschaft am allerschönsten, kein Zweifel. Leider bin ich nicht in Ferien hier. Ach nein? Wir sind ein sehr beliebtes Haus, wissen Sie? Bei einem sehr guten Publikum. Sicher immer ausgebucht. Ja, das sind wir im Allgemeinen. Aber dann gibt es zwischendurch auch immer wieder Perioden, in denen es etwas ruhiger wird, so wie im Augenblick. Deshalb hatten Sie Glück. Bitte. Danke sehr. Reizen. Dann sind Sie also beruflich hier? Ja, ich arbeite für das Beratungsbüro Industrieansiedlung. Mein Gott, Sie werden uns doch die Landschaft nicht mit Fabriken kaputt machen. Da ist übrigens das Berg. Aber wenn Sie ohne Banken... Nein, danke, ich nehme gern mit. Das wäre doch ein Verbrechen, das müssen Sie doch zugeben. Danke, danke. Schauen Sie sich mal diese Aussicht an. Im Augenblick scheint leider die Sonne nicht, aber sonst ist es wundervoll. Vorläufig sondieren wir nur, Mrs. Corby. Aber vielleicht könnten Sie mir jemanden empfehlen, der sich in dieser Gegend besonders gut auskennt. Ja, wir haben einen sehr tüchtigen Grundstücksmakler hier erbaut. Tom Clifford. Der kann Ihnen sicher genaue Auskünfte geben. Clifford? Ja, in der High Street. Ich hoffe, das wird Sie nicht stören. Das ist Mr. Cooper nebenan. Ein älterer, pensionierter Herr, sehr sympathisch. Aber manchmal lässt er eben seinen Plattenspieler etwas zu laut laufen. Ich höre sehr gern Musik. Ja, aber wenn es Ihnen zu viel wird, dann müssen Sie es mir wirklich sagen. Vielen Dank. Und lassen Sie es mich jederzeit wissen, wenn Sie Wünsche haben. Selbstverständlich. Ja, geben Sie mir bitte Madame Forest 429. Danke. Bitte? Ach so. Dann versuchen Sie es bitte nachher nochmal, ja? Danke. Verzeihen Sie, mein Name ist Philipp Cooper. Kommen Sie rein. Danke, danke, sehr liebenswürdig. Ich will nicht stören, ich wollte mich nur erkundigen, ob mein neuen Zimmernachbarn... Stört es Sie, wenn ich hier weiter auspacke? Machen Sie ruhig weiter. Ja, ob Ihnen die Schallplattenspielerei nicht zu sehr auf die Nerven geht. Mrs. Corby hat mich schon ein paar Mal verwarnt. Ich höre sehr gern Musik. Umso besser, aber ich wollte doch lieber sicher gehen. Ich heiße Jim Ellis. Freut mich, freut mich. War Sie schon öfter Gast des Hauses? Nein, ich bin zum ersten Mal in der Gegend. Ah, ja, ja. Und wohnt sehr angenehm hier, wirklich sehr, sehr angenehm. Sind Sie in Ferien hier? Ja, Dauermieter, zwangsweise. Ich bin pensioniert. Ja, ich würde Ihnen gerne eine Zigarette anbieten, aber ich... Ich bin nicht Raucher. Und ich rauche eine Pfeife, leider. Das macht nichts, ich nehme sowieso lieber Streichholz. Ja, danke. Tja. Ich stamme ja aus der Gegend, wissen Sie? Ah ja? Mhm. Aber wo ich auch immer war, es hat mich hierher zurückgezogen. Aber jetzt, wo ich glücklich hier bin, oh danke, da frage ich mich, was willst du eigentlich hier zum Teufel? Ich sitze nur den ganzen Tag herum und spiele Schallplatten. Waren Sie lange weg? Oh, mein ganzes Leben lang. Viele Jahre in Australien, Filialleiter einer Bank in Sydney, dann Brasilien, zuletzt war ich in Hongkong. Kennen Sie Hongkong, Mr. Ellis? Leider nein. Nein? Oh, eine aufregende Stadt, sage ich Ihnen. Also da würde ich jederzeit wieder hingehen. Allerdings dort würde ich mich dann bestimmt wieder nach dem friedlichen, stillen Wales zurücksehen. Tja, das ist das Problem bei mir, wissen Sie. So langsam fange ich an, mich überall zu langweilen. Früher habe ich immer gedacht, es wird das schön werden. Eines Tages nichts mehr arbeiten, gar nichts mehr tun. Und was ist heute?
Ich gebe alles für einen einzigen Tag mit Vollbetrieb in der Bank. Sein Jammer. Was sind Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf, Mr. Ellis? Ich arbeite im Beratungsbüro für Industrieansiedlung, zu Erschließungsmaßnahmen. Ah, ja. Interessanter Beruf? Nicht schlecht. An sich bin ich Ingenieur. Ah, ja. Von dem unerfreulichen Ereignis hier haben Sie vermutlich gehört. Welches Ereignis? Diese Miss Belton, die man tot drüben im Wald gefunden hat. Ah ja, richtig. Davon habe ich in der Zeitung gelesen. So eine scheußliche Geschichte. Ne? So ein Jammer. Sie hat übrigens hier in ihrem Zimmer gewohnt. Was? Oh, das hätte ich wohl besser nicht erwähnt. Oh, das hätte mir irgendjemand anders doch erzählt. Ändert ja auch nichts. Ja, für Mrs. Corby schon. Einige Zimmer wurden daraufhin wieder abbestellt. Und sowas wird auch schnell wieder vergessen. Naja, es ist ein Jammer. Wir hatten uns so nett angefreundet, Miss Belton und ich. Wir fanden uns gewissermaßen in unserer gemeinsamen Passion für den fernen Osten. Tja, die Polizei, die hat mir nachher dann ganz schön zugesetzt. Ich habe schon fast glauben müssen, die hielten mich für denjenigen welche. Nicht möglich. Aber da bin ich ja wohl nicht der Einzige. Tja, entschuldigen Sie, ich rede und rede und Sie wollen sich sicher erst mal häuslich hier einrichten. Aber wir sehen uns ja sicher noch beim Abendessen, ja, denke ich. Ja. Aber wenn Sie besondere Wünsche haben sollten, Musik betreffend, sagen Sie es ruhig. Ich habe eine Menge Schallplatten drüben. Kommen Sie ruhig rüber, legen Sie sich auf, was Sie wollen. Sie haben da vorhin etwas gespielt, so eine Art Volkslied. Ah, ja, Gwenedine. Ja, das ist ein altes Waliser Volkslied. Ein Waliser Volkslied? Ja, hat es Ihnen gefallen? Ganz außergewöhnlich. Freut mich. Ich mag es auch sehr gern. Na, gelegentlich, dann spiele ich es noch mal für Sie. Die Platte, die stammt übrigens von der Toten, von Miss Belton. Ein Jammer. Ein Geburtstagsgeschenk von ihr. Also dann, bis später, Mr. Ellis. Ja? Entschuldigung, ich wollte Ihnen schnell nur noch dies hier geben, Mr. Ellis. Ah, das ist nett. Da finden Sie alles, was es bei uns an Sehenswürdigkeiten gibt. Und wenn Sie Geschäfte suchen, die stehen auf der letzten Seite. Entschuldigung. Und wegen der Mahlzeiten, ja. Wir servieren Frühstück zwischen 8 und 10. Hallo? Mittagessen ist um 1 Uhr. Ah, Mr. Clifford. Und Abendessen um 19:30. Ja, ich bin Jim Ellis. Sie können Vollpension, Halbpension oder ja. Nur Frühstück haben. Vielen Dank. Wenn Sie morgens nur bitte angeben wollen, welche Mahlzeiten Sie nehmen recht. Wollen. Danke vielmals, Mrs. Bitte, Corby. Bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Jim Ellis vom Beratungsbüro Industrieansiedlung. Ja, wir interessieren uns für Grundstücke hier in Ihrer Gegend, Bauland, Industrie, Bauland und so weiter. Und Mrs. Corby war so liebenswürdig, mir Ihren Namen zu nennen. Naja, wir können uns natürlich denken, dass das auch für Sie von Interesse... Na, sehen Sie, eben. Da kann ich kann mich ganz nach Ihnen richten, Mr. Clifford. Gut, gut. Sehr schön, dann einverstanden, komme ich gleich zu Ihnen rüber. Wiedersehen. Mr. Ellis. Ich muss Sie noch in ein Geheimnis dieses Hauses einweihen. Also das Essen hier ist hervorragend, wirklich ausgezeichnet. Aber Sie müssen sich anhalten. Wenn Sie ja nur 3 Minuten zu spät kommen, ist alles auf der Speisenkarte gestrichen. Ist ein Jammer. Hübsch haben Sie es hier. Ja, wirklich? Freut mich. Hier, das ist... Ah, dachte ich doch. Das Messer.
Jeder, der hier reinkommt, interessiert sich für dieses Messer. Andenken an meine Zeit in Hongkong. Eine chinesische Arbeit? Ja. Geschenk eines Geschäftsfreundes. Es soll nur ein einziges Exemplar davon geben. So was wird ja heutzutage leider nicht mehr angefertigt. Das ist ein Jammer. Aber vielmehr Gott sei Dank. Denn letzten Endes ist es ja ein Mordinstrument. Und ich werde es auch eines Tages benutzen, um John umzubringen. Er kann das Spionieren nicht lassen. Liest man das eigentlich so rum oder so? Nein, so wie. So. Ja. Und was heißt das? Ja, das werde ich John auch noch mal übersetzen müssen. Das heißt nämlich Tod dem Verräter. Sie werden gleich noch mal lachen. Ich bin nämlich noch nicht zu Ende. Halten Sie mich bitte nicht für einen Intriganten, aber ich muss Sie leider warnen. Ja. Gehen Sie nicht zu nah zu Dr. Hall. Es sei denn, Sie sind ein leidenschaftlicher Golfspieler. Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Bunker und Grün. Nein, dann lassen Sie mindestens 3 Tische Abstand zwischen sich und Dr. Hall. Notfalls spielt er noch Golf mit dem Fischmesser. Ja, also, wie besprochen ist, Corby. Ah, neuer Gast. Ja, das ist Mr. Ellis. Darf ich Sie mit Dr. Hall bekannt machen? Hallo. Hallo. Mr. Ellis vertritt ein Büro für Industrieansiedlung. So. Er ist auf der Suche nach Grundstücken und dergleichen. Ah, na, wenn Sie mal ein Golfgelände brauchen, dann fragen Sie ein mich. Was? Golfgelände. Ja, sehr gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Agentur Clifford. Ah, Mr. Power. Ja, Mary Jones im Apparat. Ach, das... Ja, es tut mir wahnsinnig leid, Mr. Clifford ist im Moment sehr beschäftigt. Ja, würde es Ihnen was ausmachen, erst morgen vorbeizukommen? Dankeschön. Ja, danke, wiederhin. Tag. Ja, bitte? Ich habe eine Verabredung mit Mr. Clifford. Mr. Ellis, ja? Erraten. Sie müssen bitte einen Moment warten. Mr. Clifford telefoniert gerade. Aha. Und wird es Ihnen was ausmachen, dort einen Moment Platz zu nehmen? Da. Ja. Aha. So, da ist er. Bitte.
Mr. Ellis? Guten Tag, Mr. Clifford. Guten Tag. Verzeihen Sie, dass ich Sie so lange warten lassen musste, aber schönes Wetter haben Sie mitgebracht. Wenn ich Ihnen vielleicht meine Karte... Für das Beratungsbüro Industrieansiedlung? Ja. Und wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie daran interessiert, Grundstücke zu kaufen? Ja, unser Unternehmen selbst nicht, sondern die Firmen, für die wir tätig sind. Das erstaunt mich. Ich hätte nie gedacht, dass eine größere Firma auf die Idee käme, sich hier niederzulassen. Aber ich bitte Sie, ist doch der allgemeine Trend. Umschulung der Landbevölkerung, billigere Arbeitskräfte, bessere Unterbringungsmöglichkeiten, Dezentralisierung. Ja, für die Gegend würde das sehr viel bedeuten. Eben. Wir denken an Leichtindustrie, Heimarbeit. Tja, das bedeutet der Zuwachs in jeder Beziehung. Sehen Sie? Wollen Sie? Danke, nicht drauf. Oh, danke. Bitte. Sie sind zum ersten Mal hier? Ja, zum ersten Mal. Ich wohne im Ivanhoe. Ah, ist sehr hübsch da. Tja, da wohnt man eben. Aber in letzter Zeit, habe ich gehört, kommt man ja leichter unter bei Mrs. Corby als sonst. Sie meinen wegen des Mordfalles? Ja, verrückte Geschichte. Ich habe ja mehrmals mit ihr zu tun gehabt. Mit Mrs. Corby? Aha, nein, mit der Tod, mit Miss Belton. Ach. Ja, kein Mensch kann sich hier erklären, wer ihr warum ans Leben wollte. Eine sehr sympathische Frau. Manche fanden sie zwar ein bisschen seltsam, aber... Sie hatten mit ihr geschäftlich zu tun? Ja, sie wollte sich ja hier niederlassen. Und dazu ist es dann nicht mehr gekommen? Nein, leider. Ich habe ihr zwar mehrfach Objekte angeboten, aber sie konnte sich ja nicht entscheiden. Da können Sie mal wieder sehen, was die Leute alles so vor sich hinreden. Wieso? Mir hat man gerade erzählt, sie habe sich besonders für ein Objekt interessiert. Sie kennen es bestimmt, ich komme im Moment nicht auf den Namen. Blackwood Cottage, kann das sein? Ja, aber das steht ja gar nicht zum Verkauf. Der Besitzer pflegt es lediglich zu vermieten. Es ist ein hübsches Häuschen, tatsächlich. Ich kann verstehen, dass jemand scharf drauf ist. Ach, warten Sie mal, da ganz in der Nähe. Da ist ein Grundstück, das könnte genau das Richtige für Sie sein. Da haben wir es schon. Der Besitzer ist Mr. Dawson. Sehen Sie? Und das ist hier. Hier im Süden ist eine Hauptstraße, was natürlich für einen Betrieb von Vorteil ist. Ohne Frage. Ja. Dann ist das hier Blackwood Cottage? Nein. Das? Auch nicht. Wenn das Land von Dawson ist hier, dann muss doch eins von beiden... Blackwood Cottage liegt hier. Wenn wir auf dem Land denken halt ein bisschen weiträumiger sozusagen. Ich meine, das ist auch gar keine Entfernung. Also, das Land steht natürlich nicht offiziell zum Verkauf. Aber ich bin ganz sicher, dass der Besitzer es abgibt, wenn man ihm ein entsprechendes Angebot hat. Na, darüber lässt sich immer reden. Ich gehe morgen mal hin und sehe es mir an. Ja. Wo ist aber auf dieser Karte jetzt Mellon Forest? Das ist hier oben. Hier, das ist die Straße nach Mellon Forest. Aber gehen wir doch raus zu Miss Jones. Das ist die große Karte, da zeige ich Ihnen, wie Sie fahren müssen. Also, da haben wir... Wo haben wir es denn? Da, Mellon Forest. Sie bleiben also hier zuerst auf der 470. Das ist die nach Cardiff. Richtig. Und hier biegen Sie ab diese Nebenstraße, die auch nach Blackwood Cottage führt. Ja, Sie können es bitte da drüben ablegen. Die aber leider in einem sehr schlechten Zustand ist, was sich hoffentlich ändern würde, wenn wir unser großes Projekt... Eben. Ja. Da muss ich Sie noch warnen, hier ist eine ganz gefährliche Kurve. Hier ist Carriage Bend. Unsere arme Miss Belton wäre fast einmal verunglückt, also bei Dunkelheit von einer... Ich fahre am Tage. Ah ja, und da werde ich Ihnen noch ein paar andere Unterlagen mitgeben. Zwar kleine Grundstücke, aber trotzdem, man kann nie wissen. Hier. Vielen Dank, Mr. Clifford. Ich habe es. Es war sehr aufschlussreich. Wiedersehen, Mr. Ellis. Wiedersehen. Miss Jones? Das übernehme ich. Thank you.
zicken, diese Enten, ne? Ja. Na, und? Mein Zimmernachbar im Ivanhoe ist ein pensionierter Bankdirektor mit einer Vorliebe für Schallplatten. Sehr ausgesprochen aufregend, muss ich sagen. Und raten Sie mal, was er auf dem Teller hatte, als ich ankam. Unser wunderschönes Waliser Volkslied. Haben Sie schon mal mit dem Mann unterhalten? Er heißt Philip Cooper. Seiner Erzählung nach hat er sich hier mit der ermordeten Elaine Belton, alias Mildred Beatty, angefreundet. Von ihr stammt auch die Schallplatte. Von Miss Belton? Ja. Sie haben sich in ihrer Passion getroffen, in ihrer gemeinsamen Passion für den fernen Osten. Cooper war zuletzt als Filialleiter in Hongkong tätig. Na, das ist nicht uninteressant. Dann war ich bei diesem Grundstücksmakler, Tom Clifford. Auch er erzählte sofort und freiwillig, dass er Elaine Belton gekannt hätte. Dann wurde er allerdings etwas begriffsstutzig, als es um das Cottage ging. Ich musste ihm ziemlich nachhelfen, bevor er mir sagen wollte, wo es liegt. Elaine Belton hat es öfter besichtigt, aber es war nicht zu verkaufen. Blackwood Cottage, 6 oder 7 Meilen vor Mellon Forest. Haben Sie sich mal das Cottage angesehen? Ich fahre jetzt gleich hin. Ja, was macht denn dieser Clifford für einen Eindruck? Cleverer Geschäftsmann. Seine Sekretärin, Sie waren doch so beeindruckt von dem Parfum dieser Lady aus Hongkong. Oh ja, und wie? Würden Sie es wiedererkennen? Ja, selbstverständlich. Was ist das? Was haben Sie der Sekretärin so einfach? Sie trägt einen Daumenschutz. Man muss es meine Lady sein. Ja, das ist sie. Und wie heißt sie? Mary Jones. Green. Mhm. Wenn der Chef die schöne Verblichene extra hat aus Hongkong kommen lassen, dann wollte er bestimmt nicht nur mit ihr Tee trinken. Womit war unsere Agentin Beatty beauftragt? Und kommen Sie jetzt bitte nicht mit dem üblichen Kram wie Politik auf höchster Ebene, Top Secret und so weiter. Ich möchte gern, dass Sie sich beim Chef die Erlaubnis holen, mich schon geschehen. Der Chef hat mich bereits beauftragt, Sie ins Bild zu setzen. Sagt Ihnen der Name Richard Hamilton etwas? Richard Hamilton. Berühmter Physiker, in den 50er Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Richtig, ja. Er ist in England aufgewachsen, hat dann in Amerika studiert und hier dann eine Blitzkarriere gemacht. Die Preisfrage war, ob er zu den Russen oder zu den Chinesen gegangen ist. Vor einiger Zeit nun hat der Chef von Mildred Beatty einen Bericht bekommen, wonach Hamilton A. noch am Leben sei, B. in China arbeite und C. sich mit dem Gedanken trage, in den Westen zurückzukehren. Heimlich, selbstverständlich. Verstehe ich auch, warum der Chef so scharf war auf die Privatstunde mit der Lehrerin aus Hongkong. Ja, die ja nun leider nicht mehr zustande gekommen ist, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was Sie auch noch nicht wissen, ist, dass Scotland Yard in der Handtasche der Toten einen Notizkalender gefunden hat, wo unter dem heutigen Datum, mein Lieber, aufgeschrieben steht BC 6 Uhr. BC 6 Uhr. Man könnte davon ausgehen, BC für Blackwood Cottage zu setzen. Was meinen Sie? Hallo, Mr. Ellis. Hallo. Schon wieder Flandjag? Ja. Ich weiß, es ist sehr unverschämt, aber fahren Sie zufällig Richtung Stall? Wo kann ich Sie absetzen? Beim Golfplatz. Ja, außerordentlich freundlich. Mein Magen ist nämlich heute im OP. Eine Meile von hier entfernt, aber wenn ich zu Fuß hätte gehen müssen, hätte ich höchstwahrscheinlich meinen Mann versorgt. Wird das nicht langsam ein bisschen zu spät oder können Sie da auch bei Flutlicht spielen? Das wäre gut. Nein, mein Partner gibt mir nur eine Nachhilfe und da ich für eine bestimmte Schlagtechnik.
unglaublicher Bursche, dieser Others dort. Wenn er drei. Na drei? Ja. Aha. Hey, wollen Sie damit sagen, Sie spielen nicht, Paul? Ich habe noch nie gespielt. Oh, mein Junge, Sie wissen ja gar nicht, was Sie da versäumen. Ist das ein anständiger Platz hier? Einer der besten, die ich je kennengelernt habe. Und ich kenne, möchte ich sagen, die meisten. Eigentlich gibt es keinen schöneren Platz, um seine alten Tage zu verbringen. Ich trage mich jetzt sogar mit dem Gedanken, meine Praxis in Liverpool aufzugeben und mich hier ganz wieder zu lassen. Ist wahr. Ja. Oh, für jüngere Leute ist natürlich nicht so spannend hier in meiner Aber ich bin ja auch nicht zum Vergnügen hier. Ja, richtig. Ja, und wo wollen Sie denn Ihre Wünschelroute ausschlagen lassen? 6 Meilen von hier, Richtung Cardiff. Auf der rechten Seite gibt es einen Ach, Weg. Du lieber Himmel, die Gegend kenne ich nicht. Ja, da kommt sie auch im Carriage Pan vorbei. Ja. Wahres Meisterwerk der Straßenbaubehörde, wie Sie sehen werden. Das ist wirklich komisch. Alle Leute erzählen mir hier von Carriage Pan. Das muss eine sehr gefährliche Kurve sein. Kurve? Eine Autofalle ist das. Seien Sie bloß vorsichtig. Ich bin vom Beruf vorsichtig. Ja, lassen Sie mich hier aussteigen, bitte. Ich fahre Sie zum Clubhaus. Nein, 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 ist nicht nötig. Ich,
Hallo? Hallo? Was suchen Sie hier, Mr. Ellis? Miss Jones. Wer sind Sie? Für wen arbeiten Sie? Das habe ich Ihnen schon gesagt, für das Berater. 5 Sekunden, um die Wahrheit zu sagen, Mr. Ellis. Die Wahrheit? Wer sind Sie? Für wen arbeiten Sie? Was haben Sie mit Mildred Beatty zu tun? 1. Mildred Beatty? 2. Sie sehen, ich bin kein Amateur. Also noch einmal. 1. 2. Gut, gut, ich werde es Ihnen sagen. Ich arbeite. Hallo? Ist dort Mail in Forest 203? Ja. Ich habe eine Voranmeldung aus London für Miss Mildred Beatty. Für wen? Für Miss Mildred Beatty. Wer will Sie sprechen? Kann Miss Beatty das Gespräch annehmen? Ja. Tut mir leid, der Teilnehmer hat aufgelegt. Ich hatte einen kleinen Unfall. Können Sie mir ein Stück mitnehmen? Ja, natürlich. Steigen Sie ein. Und da haben Sie ihn nicht mehr rausgekriegt? Nein. Ha. Muss Sie ganz schön erwischt haben da. Ah, nehmen Sie einen Schluck. Okay. Wohin wollen Sie denn? Nach Man Forest. Man Forest. Ja. Das setzen Sie am Krankenhaus ab. Das wäre sehr nett.
Da kommt Carriage Band. Unter Kennern berühmt. Ja, das haben mir schon viele Leute erzählt. Scheiß Kurve. Yeah, yeah.